Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof mit dem Herrn. Wie heißt Hochrader. Hochrader. Ich muss mir Ihren Namen unbedingt merken. Hallo. Hallo. Vielen Dank fürs Pflügen. Was kostet denn das? Ach, passt schon. Passt schon, haben Sie nichts zu tun? Nö. Ist ja gut für die Wirtschaft hier. Aber wissen Sie, was mich nervt? Was? Hier kommen keine Touristen her. Ich warte und warte und keine Touristen kommen hier an. Ja. Bei Ihnen die Geschäfte alle gut? Nicht wirklich. Ich sehe schon, Sie sind auch unzufrieden. Ja. Ja. Wissen Sie, was ich gehört habe? Mein ehemaliger Chef, der komische Bräuchen, keine Ahnung, wie der heißt, dieser Marvin da. Hier kam im Lamborghini fett an vor ein paar Wochen. Ich baue hier ein Hotel hin. Jetzt habe ich gehört, er hat hier tatsächlich ein Hotel hingebaut. Davon wusste ich nicht, ich war im Urlaub. Ja, Sie waren vor 2 Wochen im Urlaub, aber ich weiß auch nicht, wie schnell der das da hingebaut hat. So lange bin ich ja noch gar nicht hier. Aber ich würde gern mal dem seine Küche ausprobieren. Hätten Sie Lust, so heute Mittag zum Essen ja. zu kommen? Ja, können wir machen. Jo, würde mich freuen. Dann lade ich Sie ein. Ich würde Sie dann nicht... Ja doch, ich habe... Können Sie bei mir in den Pickup einsteigen? Kommen Sie mal mit. Wir testen mal kurz. Gucken Sie mal hier, kommen Sie da auf den Beifahrersitz oder... Ah, sieht aber glaube ich schlecht aus, mein Müll und... Ja. Aber Sie haben ein Auto. Achso, aber das geht ja glaube ich... Oder wir treffen uns einfach. Das ist oben die alte Weberei. Das ist, so nennt er sein Hotel. Ah, okay. Dann treffen wir uns da nachher. So um 11:30? Ja, können wir machen. Supi, freut mich. Dann vielen Dank und bis später, ne? Jo, bis später. Tschüss. Tschüss. Ah, halt. Nehmen Sie auch Sachen zurück? Ja. Weil ich bin am überlegen, ja doch, den Anhänger. Doch, ich gehe ein bisschen in den Wald, ich mache ein bisschen Holz. Dann passt es. Haben Sie auch eine Kettensäge? Ja. Ich habe hier eine gefunden auf dem Hof. Moment, kann man rausholen hier. Ja, eine alte Stiel. Aber die läuft noch. Ich gehe mal ein bisschen Bäume fällen und dann sehen wir uns später vielleicht wieder. Ja. Also zum Mittag halt. Jo. Tschüss. Tschüss. Klappe zu, aber tot. Total deprimierend, dass hier keine Besucher ankommen. Ich dachte, ich mach mir hier ein Urlaubsparadies. Quält sich hier immer der Steuer, das gibt's auch nicht. Das sieht gut aus. Mal gucken, ob ich den gefällt krieg. Baum fällt! Oh, scheiße, ey. Och, nee. Der ist aber jetzt ein bisschen ungeschickt, ey. Jetzt liegt der da oben drin. Baum fällt doch nicht so tief.
Wenn ich den jetzt auch noch fäll, dann fällt er mir auf die Weide, ey. Vielleicht kann ich den unten nochmal absägen und dann passt's. Wenn mir das da auf den Traktor fällt, dann habe ich ein Problem. Nicht runterfallen, doofer Baum. Noch ein Stück Abstand. Der fällt nicht um. Was ist mit dem los? Vielleicht, wenn ich den ein bisschen schräg anschneide. Wollo. Jetzt ist er runtergefallen hier. Na, komm her. Das Bäumchen da. Ist halt doof. Ich dachte, ich kann hier Geld verdienen. Aber ich weiß schon nicht. Jetzt weiß ich auch, weshalb der Hofer da weggegangen ist. Ne, nicht, wie hieß der? Ne, der Gumbic. Gumbic hieß der. Ich weiß ja auch, weshalb der abgehauen ist. Hat sich auch gedacht, hier ist nichts mehr zu holen, dann ziehe ich mich mal. Stüppeln wir das Teil hier mal. Schönen Anhänger kaputt gemacht hier. Ah, was ich noch machen wollte, ich wollte mal den Alten da anrufen. Den rufe ich gleich mal an. Weil der hat mir noch kein Geld überwiesen für meine... für mein Gras. Telefon. Hallo? Hallo? Keiner da. Hoffentlich rollt der Stamm nicht weiter runter. Das wäre auch fatal. So hoch die Ladekante, ey. Mhm.
Weil ich glaube, man muss ordentlich laden, oder? Wenn man dann nicht ordentlich lädt, dann fällt das ja alles wieder runter. Ja, kommt da irgendwie so ein Polizist. Und dann ist auch ein Problem. Eine Hupe gehört. Bisschen gruselig hier, so alleine im Wald und dann hupt es plötzlich. So, da passt auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf hier. Bisschen schwer zum Werfen. Heute haben wir richtig was zu tun im Wald. So. Ja, Wald. Wald ist es ja auch nicht wirklich hier. Hä? Hör ich Gespenster? Wenn du hier oben bist, du hörst alles. Komisch. Egal. Egal. Nichts passiert. Alles gut. Gibt keine Gespenster. Ich ignoriere das jetzt einfach. So, das Bäumchen haben wir weg. Oh, nein. Oh, gerade mal aufgefangen hier. Wir willen da nicht drauf. Ist gut. Oh, der macht sich die Aufhängung kaputt, ey. Jetzt weiß ich auch, wo das doofe Gehupe herkam. Okay, wenn man durch den Wald fährt, sollte man gelegentlich hupen, da es Wild abhaut. Aber eigentlich ist er auch verboten, ne? So, jetzt werde ich noch, glaube ich, noch mal den hier fällen. Und dann haben wir auch genügend gearbeitet. Wenn wir den noch verladen haben. Hoffentlich fällt er jetzt nicht auf den Traktor. Okay, hier haben wir also einen multiplizierten Baum. Ist auch okay. Achtung!
schafft wenigstens was. Nicht so wie der Händler, ey, der fährt nur rum. Okay, der hat mir mein Feld gepflügt. Aber darum kümmere ich mich erst irgendwann später. Hoffentlich bleibt es auch oben und fällt nicht alles runter, ey. Das könnte ich mir gut vorstellen. Na, alles. Jetzt ist der zu groß. Dass da alles runterhagelt. Jetzt mache ich den Weg noch schnell frei und dann kann ich mal das Holz wegfahren. Halt! Bleib hier! Rollt mir mein Holz weg, ey. So. Aber ich glaube, ich fahre das erst nachher weg, weil ich muss ja dann sowieso hoch zu diesem, zur alten Weberei. So, wenn der Baum weg ist, dann machen wir erstmal auf dem Weg. Ich hasse das. So. Nachher fährt er nämlich hier wieder lang, macht sich sein Porsche kaputt und dann sagt, heißt, wer ist schuld? Nee, nee, das Risiko gehen wir nicht ein. So. Na, den nochmal weg. Komm her. Gut. Gucken wir nochmal hinten drauf. Gut, perfekto, Matt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und bis Samstag. Haut rein, macht's gut. Tschüss.